Willkommen zurück bei Seasons After Fall, wo wir ja eigentlich drauf und dran sind, jetzt mal die dritte Season irgendwie an Land zu kriegen. Und wir wollten, da hat es dankenswerterweise, naja, undankenswerterweise eher nicht gespeichert, eigentlich hier aufgehört, aber die 3 Meter schaffen wir jetzt auch gerade nochmal so. So, jetzt dürfen wir hier auch lang, ohne dass uns jemand dazwischen quatscht. Macht das was? Okay, es macht zumindest nichts mit dem Winter. Okay, brauche ich das? Hilft mir das? Weiß ich nicht. Auslösen können wir es ja mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche da noch mehr Jahreszeiten für. Ah, das macht halt einen Scheiß. Okay, dann lassen wir das erstmal. Ich finde es noch. Ja, okay. Ich finde es noch ein bisschen ungewöhnlich, dass in meiner Auswahl der Herbst gegenüber vom Winter ist. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ich hätte es halt irgendwie schon ganz gerne, dass wenn ich die alle vier komplett habe. Kann ich da mehrere Haufen draufstecken? Nein, schade. Ich hätte es schon ganz gern so, dass Sommer gegenüber vom Winter und Frühling gegenüber vom Herbst ist. Das wäre irgendwie für die Bedienung deutlich einfacher. Aber dann kommen wir da oben gar nicht weiter, ne? Oder habe ich da noch irgendwas übersehen? Weil ganz ehrlich, dass hier jetzt der Haufen Schnee liegt, das bringt uns herzlich wenig. Und hier höher klettern bringt uns halt auch nichts. Er ist ja auch geil. Dann sagt sie, ja, du kannst lang gehen, wo du möchtest. Ist ja dein Ding. Ich würde dir empfehlen, jetzt ne, da und dahin zu gehen, aber mach man. Mit dem Erfolg, dass man oben nicht weiterkommt. Also es sei denn, ich habe was übersehen, aber. Dann gucken wir halt erstmal hier weiter. Leuchtet es nicht? Ist das neu? Waren wir hier schon? Hier waren wir prinzipiell schon, ne? Waren wir oben lang Warte mal, gegangen? Waren wir. hörst du das auch? Das klingt wie Insekten, oder? Du wirst hier bestimmt keine finden und auch keine anderen Tiere. Nein, in Wahrheit sind es die Pflanzen, die diesen Lärm machen. Okay. Das bleibt dabei. Dann gucken wir doch mal, dass wir hier unten irgendwie langkommen. Vielleicht geht das jetzt inzwischen. Mach mal wieder Winter. Irgendwie finde ich das angenehm. Ach genau, die hat ja auch gesagt, wir kommen hier lang. Ah, die Pilze werden dann zur Plattform im Herbst. Das ist cool. Aber das fällt mir in der Tat gerade so ein bisschen auf. Das fehlt mir auch so ein bisschen, wo sie sagte, Tiere wirst du hier bestimmt keine finden. Dieser Wald ist erschreckend leer. Also, der sieht halt nett aus, aber so ein bisschen Leben, also mal so ein Schmetterling oder sonst irgendwas wäre prinzipiell schon irgendwie ganz nett. Gemacht, kleine Knospe. Du hast verstanden, wie du dir die Macht der Jahreszeiten zunutze machen kannst. Ich bin ja auch nicht bescheuert. Das trifft sich gut. Der dritte Hüter befindet sich hinter dieser Höhle. Kommt mir das Los, eigentlich nur so. kleine Knospe, geh, verlier keine Zeit. Kommt mir das eigentlich nur so vor, dass sie jetzt lauter, oder habe ich einfach nicht, glaube ich, einfach meine Boxen, glaube ich, lauter gestellt? Na, okay, da kommen wir dann da wieder hin. Wo kommen wir? Wir machen mal kurz Herbst. Zack. Ist das hier eigentlich. Okay. Kann halt auch einfach mal ein massiv lauter Ton kommen. Warum auch immer. Dieses Spiel hat krasse Audioprobleme.
Okay, was ist das? Ach, hier hängt einfach was im Vordergrund, okay. Machen wir das doch mal weg, dann kommen wir hier bestimmt runter. Und fallen in den Tod. Nein. Laufe ich hier überhaupt richtig? Gar keine Ahnung. Laufen wir einfach irgendwo hin. Hier ist schon mal nichts. Also da oben ist noch irgendwas, aber da komme ich jetzt, glaube ich. Da ändert sich auch nichts dran, wenn ich auf Herbst umstelle, ne? Nee, okay. Dann gucken wir doch einfach mal unten rechts weiter. Da können wir auf jeden Fall. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, dass ich noch kläffen kann. Das habe ich völlig vergessen. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee, okay. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ach, guck mal, wer kommt denn da raus? Hi. Crazy. Kommt da einfach noch ein Pilz raus? Okay. Der dann einfach mal wächst, wenn wir drauf springen? Okay. Gut zu wissen, dass sowas geht. Da hoch kommen wir, glaube ich, noch nicht. Ist ein bisschen sehr hoch, ne? Wir gehen hier erstmal rüber. Und dann hier rauf. Wow. Toll. Und nochmal. Hüp. Einfach gar nicht erst anhalten und abbremsen, sondern einfach direkt weitermachen. Okay, du läufst jetzt wohin? Was machst du? Will ich dich im Winter haben? Ich glaube, du musst da irgendwie rüber, oder? Nee, toll, jetzt hängst du da unten fest. Das hilft mir irgendwie herzlich wenig. Okay, interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht, aber vor allem, wie hat denn das Wasser vorher da gehalten? Also, irgendwas ist da doch seltsam. Oder hat er da den ganzen Boden mit weggesprengt? Eigentlich sah es immer so aus, als hätte sich das Eis aufgelöst. Aber nun ja. Ja, zu spät gesehen, dass da der Pilz fehlt. Fuck. Rüber. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Spiel wird nicht wahnsinnig lang sein, aber es wird sich genau deswegen irgendwann für Speedruns anbieten, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Also nicht, dass ich es Speedrun möchte, aber. Es hat ja in der Hinsicht schon, also es hat deutlich weniger Plattforming, braucht deutlich weniger Skill, aber prinzipiell ist es halt schon Orient the Blind Forest. Nur deutlich simpler. So, wo eilen wir mit dem Käfer jetzt hin? Sprengen wir auch da Wasser weg? Vielleicht. Weiter runter. Und wir gucken einfach nochmal nach links. Ich weiß nicht warum. Irgendwie waren die Hüter ja immer links. Nee, aber ich dachte, ich guck's mir einfach mal an. Falsche Richtung. Da wollte ich hin. Okay. Verstanden. War auch irgendwie vorher klar, nachdem sie das gesagt hat. Ja. Mist. Na egal. Gehen wir jetzt halt hier lang. Eigentlich fast ein bisschen schade. Also macht es fast ein bisschen sehr easy, dass es immer nur einen Weg gibt. Ich meine, kommen mir natürlich ziemlich entgegen irgendwie.
es den Anschein hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Fuchs weit genug springen kann, um ihn zu überqueren. Um welchen Graben geht's? Um den da. Oh, die sterben dann? Okay. Kriegen wir neue? Kriegen wir. Dann machen wir doch da mal einen Winter draus. Und lassen die mal übers Eis laufen. Oh, und die Batterien von meinem Keyboard sind bald leer. Das ist sehr schade. Und so. Pilz. Ja, genau so wachsen Pilze. Genau so. Aha, du lässt dich nicht so leicht entmutigen, wie ich sehe. Du Geht's hast recht. So. Wenn man ein Problem nicht mit seinen Pfoten lösen kann, muss man es mit dem Köpfchen tun. Okay, auch hier brauchen wir noch einen Pilzkäfer. Den kriegen wir für ein Insekt. Sehe ich das richtig? So, die Frage ist, kommen wir da drüben raus? Ah, nein, kommen wir nicht. Das Problem ist, wir können aus dem Wasser nicht rausspringen. Wir können da halt nur drin rumwarten. Aber in dem Fall müssen wir halt erstmal... Wobei, nein, das hätten wir total da machen können, oder? Dachte, ich muss, um auf Winter umzustellen, erst wieder raus. Aber das müssen wir, glaube ich, gar nicht. Da wir dankenswerterweise dabei immer so ein bisschen hochschweben. Schwäben. Brauchen wir dafür drei Insekten oder so, die uns hinterher fliegen? Keine Ahnung. So, nein, die Richtung. Danke. Glühwürmchen. Das heißt, dass du nicht mehr weit vom Ausgang entfernt bist. Allerdings müssen sie dich erst vorbeilassen. Die stören mich ja jetzt nicht so wirklich, die Glühwürmchen. Aber wahrscheinlich sind die... Achso. Sind die jetzt tatsächlich... Machen die hier irgendwas? Ah, die machen hier irgendwas mit. Okay. Komm, geh da mal rein. Sag mal. Hatte sich... Waren wir nicht so weit? Hier, komm. Einer hier rein. Einer hier rein und einer da rein, bitte. Sag mal. So, die bleiben. Aber warum löst sich das denn dann immer wieder auf? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach so, muss ich das in der richtigen Reihenfolge machen, ne? Das kann natürlich sein. Okay, also erst hier. Dann hier. Nicht damit gerechnet, dass es ein Schalterrätsel ist. Ah, ich verstehe. Okay, ich glaube, ich habe es gerade gerafft. Und für die andere Tür müssen wir es quasi genau andersrum machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, quasi die Form nachbilden müssen, die auf dem Dinget abgebildet ist. Also erst hier. Dann hier. Und dann da. Dann sollte das Ding eigentlich runtergehen. Sieht gut aus. Okay, ach, die kommen jetzt trotzdem noch mit. Okay, aber meinetwegen. Oder bleiben die jetzt weg? Okay, die haben keinen Bock, an dem Pilz vorbeizufliegen.
Okay, sie haben sich auch einfach aufgelöst. Meinetwegen auch das. So, dann kommen wir doch hier bestimmt zum Hüter, oder? Ein Wasserfall. Schade, ich dachte, ich könnte auf den Dingen im Vordergrund vielleicht laufen. Einmal Herbst, bitte. Der Weg zum Hüter ist deutlich weiter, als ich dachte. Wenn ich ehrlich bin. Denn wir die ersten beiden ja relativ zügig hatten. Dachte ich... Damals war dieser Fluss voller Lachse. Heute sind es nicht mehr viele. Und ich glaube, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Lass mich raten, der Fuchs, den disst du ja sowieso die ganze Zeit. Gott. Zeig mir deinen magischen Aal, Baby. Das wird wohl Sommer sein. Ja, wobei, jetzt wo es so pink ist, könnte es auch Frühling sein. Da zittert er ab. Achso, wir müssen sie erst zurückbringen. Können wir jetzt schon... Nein. Also, ich wollte eigentlich gar nicht auf Winter umstellen, aber müssen wir, glaube ich, sowieso, oder? Müssen wir nicht? Was fehlt hier? Ach so, prinzipiell kann ich ja jetzt durch Kläffen schon umstellen, ne? Das war's. Okay, das ist jetzt was? Okay, hier regnet es dann offensichtlich. Das hilft mir jetzt aber auch nicht so viel weiter. Zumindest an der Stelle nicht. Aber dann machen wir erst nochmal im Winter. Jetzt kommen wir hier nämlich nicht zurück. Und dann gehen wir nochmal hier rauf. Na, sieh mal einer an. Okay, das ist sehr hübsch, aber was bringt mir das? Interessant. Ich weiß zwar nicht, wie genau wir jetzt den Wasserspiegel erhöht haben, aber praktisch. So, einmal da hoch. Es ist irgendwie... Ich finde es irgendwie ein bisschen... lahm, dass man halt immer wieder mehr oder minder den gleichen Weg zurückeiern muss. Es ist irgendwie so... Es ist so... Also, dass man halt wirklich immer wieder ganz zum Startpunkt zurück muss. Überzeugt mich nicht so hundertprozentig, wenn ich ehrlich bin. Warum ist denn das jetzt wieder zu? Das ist doch nicht nötig. Das nicht offen bleiben können. Können nicht beide Steine offen sein? Ach ja. Okay. Kurz überlegt, ob wir da was machen, aber müssen wir einfach gar nicht. Ah, wobei... Ist das was, wenn wir hier hochgehen? Sind wir hier am Anfang? Okay. Ich sehe so wenig. Wie habe ich denn gerade rausgezoomt?
Okay, nee, das ist es nicht. Ich glaube, wir gehen einfach nochmal auf den großen Pilz. Also nicht auf den, sondern. Ja. Glückwunsch. Nee. Sondern auf den. Okay, da kommt kein Teil raus. Dachte, wir könnten auch. Okay, jetzt regnet es aber definitiv wieder. Ah, aber hier nicht, weil hier ist quasi überdacht, ich verstehe. Ja, aber das bringt mich jetzt alles nicht weiter. Ich komme da ja trotzdem nicht rüber. Was ist denn. Ja, ist ja schön, dass es das macht. Und wie komme ich jetzt da hoch?